Abonnieren. 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 Einfach so abonnieren. Mein Name ist Mekko. Das ist Melli. Abonnieren. Das ist Resident Evil 4. Und ihr sollt abonnieren. Abonnieren. So, wir sind in der letzten Folge unterwegs gewesen, haben den Löwenkopf und den Ziegenkopf gefunden. Und uns fehlt noch ein blaues Teil. Ah, warte mal. War da eine Spiegelung da hinten? Ist ja nichts. Ich guck mal eben, ob wir noch einen Schatz jetzt hier in dieser Halle, wo wir gerade waren. Oh ja, tatsächlich. Da ist noch ein Schatz und da ist auch noch was. Okay, wir müssen leider nochmal zurückgehen. Da war ein Schatz. Unter der Treppe. Ja, da unten war es ja so nicht. Abonnieren. Genau. Ach, guck mal. Hä? Was ist da leer? Ein gelber Diamant war da drin. So eine Riesenkiste für so einen Diamanten. Und wo soll noch was sein? Da vorne sind noch Peseten irgendwo. Da oben? Oh, wenn das jetzt da oben ist, finde ich es doof. Natürlich. Mal jetzt nicht. Ist nicht eingesammelt. Du! Du! Du hast nicht aufgepasst. Bestimmt auf dem Balkon hier. Ja, da. Du hast nicht aufgepasst. Der Geier Willi. Die Melli wieder. Haben wir jetzt noch was vergessen? Nee. Beim Händler kommt noch eine Tür. Da ist das blaue Ding von der Waffen. Was? An der Nähe von der Waffenkammer ist das blaue Ding. Du Fuscher. Ja, mach das doch nicht an, dann gucke ich dann natürlich. Warum ist die Farbe jetzt so komisch? Weil wir jetzt den letzten Hals haben. Ja, aber ich muss ja jetzt die Schreiben an. Muss ich nicht, ne. Ne. Wo ist die Waffenkammer? Das Flattern im Wind. Die Ratte fehlt noch, die letzte. Ich habe jetzt aber auch keine mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich eine sehe. Ich wüsste aber, wo wir noch hingehen können, wo wir noch nicht waren. Mein Auftrag ist vom Tisch. Erstmal speichern. Hier waren wir noch gar nicht drin und vielleicht ist hier die letzte Ratte. Ach du Scheiße. Das wird ja... Nee. Nee. Audienzsaal. Das ist eine Fahrt, die willst du jetzt noch nicht machen. Wo soll sie denn hinführen? Wo ist denn der Audienzsaal? Hier führt das hin. Wir hätten uns also den ganzen Weg sparen können? Ich bin neugierig jetzt. Ich habe gespeichert. Dir wird in dem Ding doch nicht schlecht, oder? Na, wo kommen wir denn dann aus? Du gleich sehen. Unter Tunnel. Ach, schon krass. Wir hätten den ganzen Weg gar nicht laufen brauchen. Wir hätten einfach mit so einer komischen Karre fahren können. Hör ich hier so ein Ding? Ja, das sind die Zahnräder. Hört ich aber auch an, als wäre hier so ein... Hörst du das, dieses kleine Klackern? Hör mal. Wo kommen wir jetzt aus? Ach, die verschlossene Tür von vorhin. Verstehe, okay. Was hältst du jetzt auf? Komm. Gut. Na, dann hätten wir uns das einfach machen können, ne? Was ist das nächste Mal Bescheid? Dafür haben wir ganz viele tolle Items gefunden. Die uns sonst entgangen wären. Ne? Siehst du, da ist das gleiche Geräusch. Aber ohne dieses Klackern, oder? Ne, ist mit. Okay.
Okay. Ein Auftrag ist vom Tisch, was? Ja, ich suche noch die Ratte, mein Freund. Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Oh, wir haben 30 Spinellis. Wir können ein Spezialupgrade kaufen. Und? Schon entschieden, welche Waffe du damit aufpolieren willst? Ja, klar. Sag Bescheid, wenn du fürs Tuning bereit. Meine Standardwaffe. Meine Pistole. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer auf das Fünffache. Du hast ein Ticket, stimmt's? Sehr schön. Such dir eine Waffe aus. Hoho, sehr gute Wahl. Ja, Feuerrate brauche ich nicht erhöhen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ich hab nur komm, jederzeit wieder. So, wir gehen jetzt einmal hier oben gucken, weil wir hier noch nicht waren. Speicher? Was denn? Speicher? Nee, aber also, wir gehen ja hier oben bis dieser Schießstand wieder. Was ist noch vom letzten Mal? Dieser Captain Schießstand. Für die Münzen. Neue Schießübung, Fremder. Ich hab gedacht, vielleicht ist hier noch eine Ratte, weißt du? Boah, das ist aber... Da bekommst du was für dein Geld. Ja, da bekommst du was für dein Geld. Ja, okay, komm, einen machen wir hier, so TMP. Kann man die Waffen wenigstens mal ausprobieren. Zeig, was du kannst. Sind die Bösen, ne? Will ich die töten? Genau so. Ich brauche aber lange zum Nachladen. Nein! Da war ein Matrose bei. Wenigstens einen so ein Silber. Von sieben? Einen von sieben habe ich getroffen. Ich bin richtiger Profi, ja. Komm, die Riot Gun noch hier und dann ist gut. Kann ich hier wenigstens mal ausprobieren. Bam, Junge. Sollen wir die da hinten treffen ohne den da vorne? Kannst du gar nicht. 2 von 3. Ach komm, jetzt müssten wir, glaube ich, noch einen Silber Jeton haben. Dann können wir wieder einen so einen Teil kaufen. Das war fast wie auf dem Rummel. Ja, leuchtet. Hat mich voll an meine Kindheit erinnert. Das ist nichts für mich, das sage ich euch. Würde ich machen mit viel. Ja, super. Viel stellt 10% mehr Gesundheit her, das Kraut. Würde ich machen mit viel Zeit und Lust. Aber bringt mir nichts, bin ich ganz ehrlich. Warum tust du dir nicht was Gutes? Hab ich doch schon. Ich hab eine Waffe mit Spezialupgrade. Na, jetzt kommt der letzte Kopf drauf, aber mir fehlt eigentlich die Ratte noch. Mhm. Guck mal bei den Aufträgen. Ja. Gebiet-Bibliothek? Ja, da wo wir jetzt waren. Die ganzen Gebiete, wo wir jetzt waren hier. Können wir nochmal gucken gehen? Ich finde dieses doofe Tricks hier noch. Also hier war eine, das weiß ich. Die haben wir getötet. Ich glaube nicht, dass hier noch eine zweite ist. Ne. Wir machen für euch einen Cut. Okay. Wir haben jetzt keine Ratte gefunden. Ich vermute vielleicht, wenn wir das jetzt hier machen, dass sie dann kommt. Wir werden sehen. Wir werden es sehen, Melli. Oh, eins, kommt von hinten die Armee der Toten. Zurück. Holt sie euch. Lauf!
Wohin? Du brauchst ja jetzt nur den Kopf wieder abziehen. Hey, wie kommt der denn rein? Ich lauf nicht weg. Wart auf mich, Leon. Oh Gott, jetzt spielst du sie, ja? Die fängt sich die Kleine. Du hast ja gar keine Waffe, nichts kann. Ich kann wegrennen. Oh, und ich krieg eine Funze, krieg ich auch noch. Erst ganz toll. Die Tür weg? Nö. Noch nicht. Ist da irgendwas anderes? Oh. Dann mess die Tür auf. Da kannst du durchkriechen. Oh, welche Freude. Dem kleinen sexy Popo. Oh. Mo. Mo. Ich glaube, der Büffel macht nicht mehr Mo. Ein alter Gang halt, ne? Ah. Freude. Das hat mich gar nicht erschrocken diesmal. Da, die Ratte. Da ist die Ratte. Dich brauche ich. Komm nicht nachher holen, wenn ich eine Knarre hab. Bibliothek. Das ist wieder so ein Dingel. Ja, auch da komme ich jetzt nicht ran. Ich sag's ja nur. Oh, nicht gut. Weißt du, warum das blaue Licht da ist? Wegen dem Ritter, ja. Ja, komm, der hat schon was im Hals und so. Ist das eine Uhr? Keine normale Uhr, ne? 9 nach 10? 10 nach 9. Aber da unten sind doch so noch. 9 nach 9 dann. 9 nach 9. Sie geht nicht. Warte, da ist doch eine richtige Uhr. Hinter dir. Da. Ja. Die kann sie nicht kaputt machen, das kann auch nur Leon. Der Weg zum geheimen Mausoleum. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. 12 Uhr. Mitternacht. Ich glaube, damit ist was anderes gemeint, Melli. Guck mal, bist du? Fliegender Engel mit Dreizack. Warum ist das hier kaputt? Da hat wohl jemand die Wählerschaft nicht gepasst. Hallo? Was ist die andere Seite von dem Regal? Hör die riesen Schnappschildkröte ab. Wo? Na, da oben auf dem Ding. Ach, die hab ich gar nicht gesehen. Ich hab da hinten drauf geguckt, auf die Viecher. Die Köpfe. Ah ja, das erste Mal, dass sich so ein Ding jetzt bewegen wird. Verschlossen. Ariel.
Da die Statue da, die haben komische Füße, ne? Einfach Füße. Da, das sieht doch schon komisch aus. Nicht normal aus. Nee, das sieht mir nicht normal aus. Eine Ritterrüstung. Oh, da gibt's irgendwas. Ein Teller? Aha. Und fürchte nicht die Dunkelheit. Also geht's mit mir? Nee, auch nicht. Ah, guck mal, eine Probe. Eine Geheimtreppe? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Du warst auf der anderen Seite rein, oder? Außer Anschlüsse noch. Okay, also sind zwei Sachen, wo du einen Schlüssel für brauchst. Und da kommst du ja her. Huch. Da ist auch noch irgendwas, da brauchst du den Würfel wieder für. Da haben wir einen Schlüssel. Merkbar. Oh. Schlüssel. Das hört auch so an, als ob sich da irgendwas bewegt. Ritter. Ritterrüstung. Du versuchst durchs Regal zu gucken. Oh. Bitte nicht. Aber es ist kein normaler Ritter, das ist auch noch ein Notaurus-Kopfritter, ne? Ich bin nochmal die Schlange. Schlange, Fisch. Adler und keine Ahnung. Kannst du die nicht durchprobieren? Ich habe die Befürchtung, dass wenn wir jetzt was falsch machen, dass das laut ist oder so. Welcher könnte das sein? So, dann würde ich sagen, ist. Guck dir mal die Spitzen von den Schlüsseln an. Ja. Ne, ich würde sagen, von der Verschnörkelung her, von der Truhe her, würde ich sagen, es ist der einer mit der. Weil der sieht nämlich von der Verschnörkelung fast so aus wie das da drunter. Siehst du das? So ein bisschen. Ich würde den nehmen, weil hier vor dem Gang der Adler war. Mach. Und nehme schon das Richtige. Wir hören auf Melli. Okay, es passiert nichts. Das war auch nicht der Adler. Er war der Fisch. Scheint ziemlich schnell zu sein, ne? Oh, der ist direkt abholt. Ob der nicht sehen kann, weißt du?
er sich jetzt auch noch bockt, ne? Scheint nur ein normaler Ritter zu sein. Hier geht aber nicht weiter. Ich kriege erstmal hier rein. Ach so, der hat den Weg hier freigeklopft, ja? Ja. Verstehe. Vielleicht der andere noch lang schließt. Ne, waren ja nur die zwei. So, lieber dahin laufen sollen, wo die andere Truhe war. Ich glaube, das war keine Truhe, das war die Tür, ne? Eieiei. Waren das nicht zwei Kisten und einmal der Würfel? Ach, Lack, was kommt? Kost die Welt. Aber nach Kolium. Da haben wir direkt beide. Schönen guten Tag. Kommen Sie doch hier hin. Hier war's. Oh, welcher ist das? Der Fisch nicht. Ah. Zu. Muss ich drücken? Oh, ja, flott. Frage ist, wo kommst du raus? Was ist jetzt? Ich höre wieder so ein Ticken. Sind wir jetzt da, wo die Uhr war? Kann man speichern, das ist schon mal gut. Leon! Ashley! Bist du okay? Halt durch! Ich überleg mir was! Speichern ist schon mal gut. Erstmal speichern, ne? Das ist das Wichtigste. Dann haben wir hier wieder so eine beknackte Uhr. Ah, an der kann ich diesmal drehen. Das war 9 von 9, ne? Hm. 9 von 9. Ne, 9 nach 9. Ja, genau. Ja. Die Zeiger sind verstellbar. Die Frage ist, auf was? Was ist denn da mit dem Wappen da? Das fehlt mir ja. Wofür ist diese Vertiefung? Die Insignie. Und diesen gottverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insignie der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich nach Polen. Muss ich ins unterirdische Mausoleum. Dorthin, wo diese scheußliche Rüstung warten. O gnädiger Gott, lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber, das wahnsinnige Monster walten, das Ramos Salazar ist. Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewigen treuen Diener Schutz gewähren. Wir brauchen blaues Licht. Also ich will ja nicht sagen, ne? Aber deine Lampe hat da hinten dieses blaue Ding. Hast du eine blaue Lampe? Ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht. Hier ist auf jeden Fall massenweise Blut. Der hat 11.04 Uhr. Sag bloß. Also wieder nach vorne. Oh. Yes. Irgendwo habe ich doch
eine Uhr gesehen. Das brauche ich. Kannst du nicht nehmen. Hast du gesehen, der Schatten? Schnell, jetzt noch nach oben locken. Zum blauen Licht. Rein, Tür. Also mein Licht macht nichts, das ist nur zur Info, also. Hey du Eierkorb! Schon echt doof, ne? Kannst diese Blende auch nicht drehen, ne? Habe ich versucht. Kann mich drehen, ruhe. Oder der Kampf ist nicht. Versucht das aber immer noch. Das Auge. Hä? Was war das? War das doch deine Lampe? Nee. So nah? Wenn die nah an deine Lampe kommt? Vielleicht war der nicht einfach ewig stunbar. Das war kurios, okay. Also, kommt der jetzt? Ich versuch's nochmal. Na, da du ja nur so eine kleine Lampe hast, vielleicht ist das auch nur für deine Lampe, wenn die ganz nah sind. Wenn die ganz nah sind, wo sie hochnimmst. Tatsächlich, das ist ja krass. Du bist geblendet. Guck ins Licht. Komm nicht vorbei. Naja. Denn ich komme nicht allein. Geh mal, mach Platz hier, du Affe. Expelliarmus! Mein Gott, immer noch nicht? Jetzt. Ah, da kommst du wieder nicht vorbei, ne? Am Schwert. Nein. Jetzt so da, direkt als der da hinten in der Ecke war jetzt. Jetzt aber schnell. Okay, man kann sie stunnen mit der Lampe. Oh, er kommt runtergefoltert. Oh nein! Da, wer kommt? Wenn ich da drehe, ich über. Nein! Ich bin schon wieder hier! So drei an der Backe. Nicht umsehen! So. 4:11. In den Keller. Ja. Aber. Oh. Bevor wir jetzt in den Keller gehen. Das ist natürlich schade. Also von daher müsst ihr wohl abonnieren, Daumen hoch, Glocke aktivieren. Und abonnieren. Finger in Po Mexiko. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren. Und vor allen Dingen abonnieren. Und abonnieren. Ja? Weil nur Abonnenten sehen, wie es weitergeht. Auch eine Möglichkeit. Tschö.